So, und da sind wir auch wieder zurück bei Full Play. Mein Name ist Mr. Stevie G und wir sind hier im vierten Stück beim vierten Akt. Und die Prüfungen lauten 150er Combo. Das wird immer heftiger. Bei Prüfung schaffen während des Aktes 5 perfekte Szenen zeigen und 8 Kanonenkugel-Kombos zeigen. Das wird echt eine Herausforderung. Na gut, gucken wir uns doch einfach mal den Akt an. Ein Uhrturm. Das ist doch nicht, wenn man vorhat, totale Vernichtung über die Stadt zu bringen, sollte man auf ihr Herz zielen? Oh yeah. Bam. Okay, das war schon mal keine perfekte Szene. Aber okay, passt. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch eine menschliche, zwei menschliche Dinger. Na komm her, spring her. Oh, wow, genial. Wenn man nicht die menschlichen Dinger schafft, wenn man nicht perfekt schafft, dann machen wir auf jeden Fall die menschlichen Kugeln. Würde ich sagen. Komm her, spring. Bam, bam, sehr schön. Wie viel denn noch? Ich will endlich das abgeschlossen haben. Ach Mist. Und Schuss. Kanonenkombos. Kanonenkugelkombos zeigen. Ach, das ist das, glaube ich, gar nicht, ne? Das ist, glaube ich, mit Schlagen und Schießen, wenn ich mich nicht irre. Ja, egal. Guck ich mal, wie es in der nächsten, im nächsten Dings Abschnitt aussieht. Mal gucken, ob das denn Auswirkungen hat. Oder ob es anders gemeint ist. Ach nee, wir haben 3, haben wir gemacht, irgendwie komischerweise. Fragt mich nicht wie. Oh nein, noch mehr solche komischen. Yeah, famos. Bam, sehr schön. Sehr cool. Und sterben, kleine Missköter von einem Kapuzenmensch. Bam. Bam, und da geht er down. Und da kommen sie alle wieder mit ihren düsen Jets. Aber kein Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Mit diesen Kanonenkugel-Kombos. Irgendwie klappt das irgendwie nicht so recht. Habe ich das Gefühl. Aber irgendwie schaffen wir das schon, oder? Kanonenkugel-Kombos in Action. Würde ich da mal gleich sagen. Bam. Okay, 150er Combo geschafft. Nein, hau nicht ab. Jetzt schaffe ich wieder die scheiß Zähne nicht. Perfekte Zähne. Ja, jo, komm her. Bam, sehr schön. Aua, ich habe zu spät gedrückt. Aber okay, noch ist alles in Ordnung im grünen Bereich. Da passt das noch. Aua. Aua, aua, aua. Schon wieder dieser blöde Flammenwerfer. Diese Flammenwerfer sind ziemlich nervig, muss ich euch sagen. Bam. Bam, bam, bam. Das geht ab. Und tschüss. So macht man das. Aber ich habe es immer noch nicht ganz kapiert, wie ich die. So? Nee, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht so ganz kapiert. Na komm, ja. So?
Ich weiß es nicht ganz genau, wie diese Kanonenkugel-Kombos funktionieren. Eben hatte ich wieder einen und dann wieder nicht und dann wieder nicht und dann doch wieder. Ach, keine Ahnung. Oh, da ist wieder der Hausmeister. Hallöchen. Oh, irgendwie sind wir gerade irgendwo angekommen. Glaube ich. Ja, ja, blöden komischen Flammenwerfer-Assis. Aha. Oh nein, jetzt kommt der auch noch mit seinem riesigen Hammer. Nein, haut bloß ab, blöder Assi, ey. Ich möchte nicht mit dir spielen. Du hattest halt wohl noch keinen Ausgang, ne? Deine Mutti ist noch nicht heimgekommen und hat dich rausgelassen oder sowas, ne? Deswegen musst du deinen ganzen Frust hier bei mir auslassen. Aber kein Problem, ich kümmere mich doch um dich. Ich mach das schon, Kleiner. Bam! Sehr schön. Und noch eine Schelle von oben. Da. Aber alles kein Problem für Dashboard. Bam. Sehr schön. Oh, der liegt schon. Und du bist noch am Leben, kleiner Feuerteufel. Und noch einer. Es wird immer nerviger mit euch. Bam. Tschüssikowski, sag ich dann. Und bam. Und tschüss. Ja, holt bloß ab, ihr Blöden. Ja, wie ich sie alle blocke. Aber alles kein Problem für mich, ne? Und tschüss. Ah, okay, ihr wollt noch mehr? Dann kriegt ihr noch mehr. Bam! Bam und tschüss und bam, bam, Piki! Yippie! Bam! Boah, ich hatte den noch gar nicht richtig erwischt und trotzdem habe ich den voll viel Schaden gemacht. Aber diese perfekten 10, die schaffe ich, wie es aussieht, nicht. Da... Ah, okay. Da war ich leider zu schlecht. Da wollte ich lieber diese Kugeln, die menschliche Kanonenkugeln, Kombos machen. Ah, noch mehr, ihr kleinen Arschlöcher. Ich versuche jetzt mal eine perfekte Szene zu machen, obwohl ich es glaube nicht schaffen werde. Aber Versuch macht klug oder so was, ne? Und wenn man es nicht versucht, dann schafft man es ja auch nicht. Und deswegen mache ich das einfach mal. Und mache euch fertig hier. Oh nein, jetzt habe ich es aber verkackt. Aber dafür kriegst du jetzt die doppelte Packung Schmerz mit meinem Ulti-Skill. Haha, da hast du den selber ausgenockt. Ja, schaffe ich wieder kein perfekte... Szene, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir schaffen diese Szene, weil die ganz schön heftig ist, sage ich euch. Mit den ganzen Feuerspuckern und mit diesen komischen Feuerfuzzis und diesen Haut drauf, der alles plättet, wenn man ihn schlagen lässt. Nun sterb doch mal. Bam, sehr schön. Noch eine mitgegeben, damit du noch mal schön in den Untergrund gucken kannst. So, jetzt ist er down. Efra Braka Soldat. Hört sich an, als wäre die Party bereits in vollem Gange. Mal schauen, was uns erwartet. Oh no.
Wir haben wohl das Telegramm bezüglich der Kleiderordnung vergessen. Unsere funkelnde Präsenz sollte diesen Faustpax doch wohl wieder gut machen. Kill you! Hat er, glaube ich, gesagt, oder? Ihr werdet die Ersten sein, die brennen. Die Vulavents glänzen durch ihre Abwesenheit, Sir. Aha. Was wieder einmal zeigt, dass man Klasse nicht lernen kann, Mr. Scrambrick. Aha, okay. Manchmal weiß ich echt nicht, was die hier labern. Das ist manchmal komische Fremdwörter, die ich noch nie gehört habe. Ich kann mich auch hören, dass ich die schon mal gehört habe, aber ich meine, dass ich sie gar nicht kenne, so manche Wörter. Wie man an meiner Aussprache meistens sieht. Wenn ich das nicht gut aussprechen kann, dann habe ich das meistens auch nicht gehört. Oh, wieso nicht aufregen? Haut bloß ab, ihr blöden Viecher. Haha, der bringt immer seine eigenen Leute um, das finde ich immer lustig. Ach, dieser Feuerwerfer schon wieder. Kommt doch mal. Ja, und sterbt normal wie anständige Männer. Und nicht wie kleine Weicheier mit Kapuzen und so weiter. Ah, sehr schön. Geht doch. Der Große auf jeden Fall schon mal weg. Ey, ich hab doch geblockt! Willst du mich verarschen? Okay, jetzt bist du noch dran, du kleiner Dicker. Bam, sehr schön. Ah, schlägt da genau dann zu, wenn ich runterkomme. Und der will einfach nicht sterben. Nein, nicht verkacken. Du musst doch weiterleben. Muss doch einfach nur weiterleben, Junge. Boah, wie viele Wellen kommen hier noch? Als wäre es nicht genug. Kommen hier unendlich viele Wellen. Aber kein Problem für Dash vor den Dämonenjäger, der gerade ein paar Menschen verkloppt. Aber ich glaube, sie sind dämonisiert. Ich glaube, sie haben Dämonenblut in sich. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie einfach nur auf Leute losgehen, die keinen blassen Schimmer haben, was sie gerade reden. Waha! Waha! So, jetzt stirb endlich. Komm, geht down. Wuhuhuhu. Wie viel der aushält, ey. Nimm meinen Stock in die Hand oder in die Fresse. Ich fürchte, wir kommen zu spät. Oh nein, was erwartet uns? Was erwartet uns, Bus? Ich habe schreckliche Stimmen gehört. Ich kann mir nicht ausmalen, was für schreckliche Dinge sie da beschworen haben. Mit dem Buch der Toten oder was weiß ich. Kommt her, ihr blöden Viecher. Ihr geht sowieso tot, krachen und was weiß ich. Ah, die können sich nicht selber für sich schädigen, ne? Ich glaube nicht. Tschüss, Kowski. Aua! Alter, ich hab nichts mehr machen können. Ah, leider nichts geschafft. Ups. Und eine neue Seite. Aber leider nicht die Prüfung bestanden. Tut mir leid, dass ich die nicht schaffe. Die wären echt schwierig. Oh, der Flammendämon. Das sieht aus, als wäre unser nächster Akt. Und ich glaube, der wird richtig interessant, oder? Ja, da müsst ihr auf jeden Fall reinschalten, um es genau zu erfahren. Also, bleibt dran und guckt meine nächste Folge von Foolplay. Ich bin Mr. CVG und sage Tschüssi!